Serie wollte ich mir mit euch anschauen. Asterix und Obelix, so waren die Gallier wirklich. Weil Asterix und Obelix ist cool. Sie verkloppen gern Römer. Die stürmen tatsächlich auf uns ein. Und süffeln selbstgebraute Powerdrinks. Die Musik ist auch schon wieder perfekt. Die Menschen aus Asterixdorf haben unser Bild von den Galliern extrem geprägt. Aber waren die jetzt wirklich ständig... By the way, ich als Chemikerin, naja, Biochemikerin, muss hier aber mal was dazu sagen. Wartet, where is it? Red Bull ist einfach der Frühzeit, einfach der Zaubertrank. Ja, Red Bull verleiht Flügel. Da, Science Fiction. Ist nicht ganz richtig. Das eine ist Schwefel, das andere ist Fluor. Bei SF fehlt die... Warte, was war die Sechsenperiodensystem? There is hydrogen and helium, lithium, beryllium, carbon, boron... SFB? Bobo? Aber waren die jetzt wirklich ständig aufs Prügeln aus? Haben die ihre... Warte, habe ich jetzt gerade... Okay, there's hydrogen and helium, lithium, beryllium, carbon, boron... Hä, carbon ist die... Nee, hä? Warte mal. There's hydrogen and helium, lithium... Boron, ich hab Boron. Ja, Boron und Carbon verwechselt. Ich bin bescheuert. Habe ich schon gesagt, dass ich einen Bachelor in Biochemie habe? Hallo, Asta. Barben gefesselt und ständig Wildschweine verputzt? Gemeinsam mit Geschichtsprofi Mirko Drotschmann klären wir heute, wie historisch korrekt die Welt von Asterix und Obelix wirklich ist. Asterix ist da! Tag zusammen, Jack Poppy! Oh, ich liebe die Musik von Asterix und Obelix und so. Carbo muss die Sex sein, das habe ich frage. Es tut mir so leid. Ich kann mir nicht mal mein Frühstück wergen und Luna kann das Ding-System singen. Nein, ich kann nicht das Periodensystem singen. Ich kann nur. There is hydrogen and helium, lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth. Neon to light up the science. Und was war dann? Ich kann nur den anfangen. Jetzt werden Kindheiten zerstört. Let's go! Finally! Und Hallöchen, Yuki! Ich hoffe, die Kreuzfahrt ist gut. Das römische Imperium, das gibt es schon lange nicht mehr. Dafür aber ein riesiges Imperium rund um die Asterix-Comics. Nee, ist nicht von Big Bang. Das kann ich dir. Ich kann es gleich zeigen. Die gab es ja schon in den 60ern und seitdem jede Menge Adaptionen. Es gab die Zeichentrickfilme, die Filme mit Gérard Depardieu aus den 2000ern und gerade jetzt ist der neueste erschienen, Asterix und Obelix im Reich der Mitte mit Zlatan Ibrahimovic. Das würde ich voll gerne schauen. Ich liebe die Asterix und Obelix Filme. Ich habe die früher so dolle geschaut und ich kann, glaube ich, die ganzen Zeichentrickfilme basically auswendig, muss ich sagen. Ich persönlich finde immer noch die Zeichentrickfilme am besten. Liegt halt daran, dass ich die als Kind mehr als nur einmal geschaut habe und mich tatsächlich immer gefreut habe, wenn die bösen Römer ordentlich eins auf die Fresse bekommen haben. Heb doch bitte deinen Kopf ein bisschen, Römer, damit ich so richtig liebenswürdig sein kann. Deshalb schauen wir uns genau diese Filme heute ein bisschen genauer an. Alter, ich habe diese so geliebt, aber ich habe tatsächlich die BDs nie gelesen. Die Bande dessinée. Ich mag auch die Version mit den Akzenten. Ja, ich kenne das Video, was du meinst. Genau das. Wo, in welche Stadt gehst du, Yuki? Die Realfilme kann ich mir nicht antun. Es gibt gut, also ich finde, es gibt ein paar von den Realfilmen sind gut, ein paar sind weird. Ich fand den mit Cleopatra immer nicht so nice, den Realfilm. Vor allen Dingen Olympischen Spiele. Ich weiß gerade, Olympische Spiele war gut. Zlatan, a god amongst men, yes. Aber an, und zwar anhand eines typischen Tages im Leben von Asterix und Obelix. Auf Bayerisch, yes. This is amazing. Wir starten morgens und da finden wir Asterix und Obelix natürlich im Dorf. Der Schmied Automatix macht vielleicht gerade die Eisen heiß. Ich frage mich bloß gerade aus welchem. Achso. Der Häuptling. Ich habe mich gerade gefragt, welchen Film gucken sie sich an, aber sie gucken sich einfach alle an. Asterix und Obelix sollten keine Animes sein, weil die sind ja französisch. Also sollten sie Bande dessinée. Asterix und Obelix sind Baba. Ich habe zwei Figuren von der Serie von Obelix und dem Häuptling. Bei Mission Cleopatra. Ja, ich muss sagen, ich mochte halt den Zeichentrick weitaus mehr. Du mochtest das nicht als Kind. Ich,
Also ich muss sagen, ich glaube, ganz am Anfang mochte ich sie nicht. Ich fand sie creepy und dann mochte ich sie richtig, richtig dolle. Okay, den mit Cleopatra hatte ich gesehen, der hat mich abgeschreckt. Ja, der Cleopatra-Realfilm war so lala, fand ich. Als Olympia bei dem Realfilm, echt? Hm, aber so unterscheiden sich die Geschmäcker. Der Majestix wird auf seinem Schild herumgetragen. Nur der Geruch von der schlechten Ware des Fischhändlers Verleinix stört so ein bisschen und löst auch instant eine Schlägerei aus. Eine Schlägerei! Yay! Eine Schlägerei! Ansonsten ist es aber sehr idyllisch. So ein bisschen ostfriesisches Dorf-like, ne? So Steinbauten, Reetdächer. Man kennt. Und dann Piggy! Oh mein Gott, stell dir vor, wenn Asterix und Obelix ein Anime werden, stell dir das vor. Imagine that. Oh mein Gott, vielleicht, warte mal, vielleicht gibt es da ja sowas. Ja, es gibt auch mehr Zeichentrick als Realverfilmung. Asterix und Obelix. Mal gucken, ob es das gibt. Let's see. Oh mein Gott, es gibt es. Es gibt es als Tribute. Es gibt es als Tribute. Es gibt Fanart. Es gibt Anime-Fanart von Asterix und Obelix. I mean, oh mein Gott, den habe ich nicht gesehen. Le Demande des Divinis, was ist das denn? Eine Schlägerei im Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, genau. Ich bin bei Michael Sheen Judas. Ich habe noch einen alten Comic, der Sohn des Asterix. Was, der Sohn des Asterix? Ist ein Muss, mag alle Teile davon. Mhm. Soll nicht demnächst ein neuer Film rauskommen? Der ist, glaube ich, sogar schon raus. Spicy Fanart. Nee, kein Spicy Fanart. Bestimmt, oh mein Gott, oh nein. Ich will mir nicht vorstellen, es gibt zu allem Spicy Fanart. Ich will mir das nicht vorstellen. I don't wanna know. Da! Und da! Und das sieht richtig episch aus. Das sieht auch irgendwie, oh, da stütze ich ein bisschen davor. Das sieht auch interessant aus. Kein Spicy, nein! Hallo Kaiser, schön, dass du da bist. Und dann habe ich hier noch Mr. Feig. Kein Spicy, please no Spicy, Fanart. Nein, Fluffy, nein, nein, please no Spicy. Gibt es zu 100%? Nein, ich will danach, nein, ich werde danach niemals googeln. Ich habe den Film geguckt von Asterix und Obelix. Ich hoffe, dass er gut war. Also wird es auch Sachen mit den beiden geben. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte, das hier sieht episch aus. Oh mein Gott. So krass talentierte Künstler. That's amazing. In den Kessel. Oh ja, wo ist Spicy? No Spicy. Mirko, sag mal, war das wirklich so? Haben die Gallier wirklich so gelebt? Ja, also erstmal ist es schwierig, von den Galliern zu sprechen. Gallier, das war ein Begriff der Römer für eine Reihe von Volksgruppen. In Asterix' Fall eine keltische. Und dieser Begriff war eher abwertend. Blöderweise sind die meisten Quellen aus Asterix' Zeit, also um 50 vor Christus, römisch und griechisch, weil die Gallier alles mündlich überliefert. Ja, und das Ding ist halt auch, obviously werden die römischen und griechischen Quellen ein bisschen anders gesehen haben und die wahrscheinlich auch ein bisschen runtergemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also die werden die bestimmt so als, keine Ahnung, barbarisch oder sowas dargestellt haben oder halt als irgendwas, als eine Menschengruppe, die halt sich irgendwie nicht benehmen kann und sowas. Es ist ja klar, wenn das ihre Feinde waren oder die Leute, die sie halt einnehmen wollten, werden die nicht in einem guten Licht dargestellt haben. Full Metal Gallia, oh mein Gott. Der ist vor ein paar Jahren verschwommen, das wusste ich nicht. Früher waren alle geil, ja, okay. Mündliche Überlieferung ist wie stille Post. Ist es tatsächlich? Ich meine, also im Endeffekt ist das ja wirklich der Fall. Also Märchen wurden früher wirklich alles mündlich überliefert und dementsprechend haben sich die Märchen ja auch im Laufe der Zeit geändert. Ich meine, das ist eigentlich eine relativ gute Beschreibung von mündlicher Überlieferung. Selbst Leute aus dem heutigen Kroatien wurden Gallier genannt. Bitte was? Die Primitiven, genau, Primitiv-Bauerntrappe, das ist das richtige Wort. Haben. Römisch, Lateinisch, das ist für mich alles Griechisch. Und dadurch haben wir oft ein sehr verzerrtes Bild voller Stereotypen über Barbaren, die man zivilisieren muss. Übrigens manchmal auch bei Asterix. Seine Bewohner sind blutrünstige, verabscheuungswürdige Ungeheuer, schreckliche Barbaren. Archäologische Funde und neueste... Das finde ich, by the way, gut, dass diese Thematik auch bei Asterix und Obelix aufgegriffen wird. Alles, was nicht römisch war, galt als Barbar. Ja, die wollten es halt, ich meine, man musste ihn ja auch irgendwie, wie heißt es,
sich rechtfertigen, warum man denn jetzt diese Leute unterdrücken kann dann im Endeffekt. Und hallo Kevin, schön, dass du da bist an meinem vollen Samstag. Die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Die Objektivität der Überlieferung bleibt leider auf der Strecke. Das ist leider oft so. Das ist leider sehr, sehr oft so. Man kann aus den alten Erzählungen aber noch alte Proto-Geschichten filtern, die wahrscheinlich der Realität entsprechen. Genau, das kommt noch mit dazu. Es ist einfach schon so lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ich habe meistens immer so einen Marathon, wo ich dann alle Filme nochmal durchgucke. Ich kann kein Latein, ich bin Baba. Ich kann nur Drosophila. Drosophila melanogaster. Das ist eins der einzigen lateinischen Sachen, die ich kann, weil wir das ständig in der Uni haben. Forschung zeigen aber, dass der Unterschied zu den Römern gar nicht mal so wirklich groß war. Gut, dann wissen wir jetzt schon mal, dass der Begriff Gallier so ein bisschen irreführend ist. Wir verwenden ihn jetzt trotzdem mal weiter, einfach weil die in den Filmen so heißen. Wir meinen damit aber eine keltische Volksgruppe, die eben auf dem Gebiet gesiedelt hat, das wir in den Filmen präsentiert bekommen, also in der heutigen Bretagne. Ah, jetzt. Bretagne will ich unbedingt mal hin. Unbedingt. Das war bei den Wikingern auch so. Ja, die Wikinger sind ja auch, es gibt ja auch einen Film von der Asterix und Obelix mit den Wikingern. Gibt es ja auch, da wurden die ja auch dann immer so dargestellt, von den Römern in dem Asterix und Obelix-Film. Entweder du bist Römer oder unkultiviert. Yes, genau, das ist das. YouTube hilft, kann man alle schauen. Ja, aber trotzdem immer noch. Natürlich, jeder hat seine eigene Sichtweise auf Dinge. Da muss man halt auch immer sehr filtern, finde ich. Man galt bei den Römern schon als zu unmännlich, wenn man zu sehr griechische Philosophie gelesen hat. Bitte was? Ja toll, ich will in die Normandie sehen. Das wissen wir auch, dass die Forschung irgendwie anders auf die Gallier blickt. Mirko, wie genau? Also was sagt die heutige Forschung aus und wie passt das mit den Darstellungen in den Filmen? Das wusste ich gar nicht, Otter. Man weiß mittlerweile zum Beispiel, dass die Gallier schon Staatsgebilde hatten, mit viel größeren Siedlungen als im Film. Von über 1000 Einwohnern, genannt Oppida, mit teils städtischen Strukturen. Also zum Beispiel wurde mit Münzen bezahlt. Und dort hätten auch die verschiedenen Bewohner von Asterix gelebt. Also Handwerker wie Automatix, Händler wie Verleinix oder aber auch politische Elite wie Majestix. In anderen Sachen können wir uns dann nicht so sicher sein. Zum Beispiel bei der Rolle der Frau. Die Frauen werden ja bei Asterix oft als recht emanzipiert dargestellt. Und es gibt auch Anzeichen, dass einige durchaus sehr reich und einflussreich gewesen sein mussten. Allerdings ist das viel besser für ein paar Jahrhunderte vor Asterix belegt. Wie es danach aussieht, das wissen wir nicht so richtig. Ein paar Jahrhunderte, habt ihr das gehört? Ein paar Jahrhunderte. Aber ich meine, ich finde es auch so crazy, wie sich die Rolle der Frau teilweise über die ganze Entwicklung der Menschheit so krass ändert. You get it? That's so crazy teilweise. Sie spinnen die Römer ausreichend Kommentare zu den Römern. Yes. Es gab auch die Russwikinger. Verleih nichts. Ich liebe die Namen auch immer. Das mit Geschichte wird von Siegern geschrieben, ist nicht wirklich korrekt. Der Sieger kann der Geschichte seinen Stempel aufdrücken, aber die Wahrheit kommt bei Völkern mit der Schrift raus. Hat man die Geschichte von Nero aufdecken, konnte er unschuldig ist. Und vor kurzem hat man die Wahrheit hinter Caesars Prax Germanica aufgedeckt. Das weiß ich gar nicht. Also das mit der Prax Germanica, aber da hast du recht. Natürlich kommt die Geschichte immer so ein bisschen. Die Geschichte kommt natürlich immer ein bisschen durch diese mündliche Überlieferung. Aber die, es ist halt teilweise schwieriger, aber es funktioniert trotzdem. Ich bin auch Gallier, ich sehe nichts, kann nichts, weiß nichts, fühle ich. Hier um die Ecke war die Varusschlacht, da gab es ein großes Museum und ist allgemein sehr interessant. Ich war gestern, by the way, auch in einem Museum, fand ich sehr interessant. Es war ein Musikmuseum, deswegen fand ich sehr interessant. Hallöchen, Acer! Frauen waren in der Steinzeit gleich groß wie Männer und haben mitgejagt, waren voll gleichberechtigt. Sexismus kam erst in der Jugendzeit, die Praxis Germanica ist nichts für den Stream. Okay. Naja, das Ding ist, ich meine, ich habe jetzt ein Modul, was sich auch mit Evolution beschäftigt. Und in der Evolution, also Frauen waren nicht irgendwie nur Sammler. Also es gab, also Frauen waren nicht einfach nur die Bären gesammelt haben. Das war nicht so. Also die Sache könnt ihr eigentlich schon mal euch abschminken. Es wurde halt das auf den Tisch gebracht, was gerade da war. Wenn Bären da waren, haben die Leute halt gesammelt. Wenn keine Bären da waren, haben die Leute halt nicht gesammelt. Sondern dann haben halt die Leute, die es konnten, gejagt. Natürlich konnten nicht alle Leute jagen. Obviously, wenn halt die Frau vielleicht gerade kurz vor der Entbindung war oder so, konnte sie wahrscheinlich nicht mitjagen. Vermute ich jetzt mal. Oder kurz nach der Entbindung. Aber
Es wurde halt gesammelt, wenn es gesammelt werden konnte. Wenn keine Bären da waren, konnten auch keine Bären gesammelt werden. Wow. Dankeschön, Monat, für den Follow. Und Hallöchen, Jango. Schön, dass du da bist. Ich finde es interessant, dass vor allen Dingen bei den Galliern da ein Stempel aufgedrückt wurde, weil eigentlich die Sachen, die da passiert sind, heute eine interessante Beschreibung. Was genau meinst du? Hat die Frau die Jagdausrüstung gefunden? Ja, ist ja so. Sie haben nicht Bären, sondern Bären gesammelt. Beides vermutlich. Es gab Steinzeit-Skelette von Jägern und Soldaten, die weiblich waren. Eben, es gibt sehr viele, also ich weiß auch nicht, wann das ungefähr war, dass sich halt so diese Rolle der Frau irgendwie da so reingeslidet wurde, dass Frauen halt unterdrückt werden. Aber es gibt ja auch es gibt ja auch Überlieferungen und es gibt auch noch Matriarchate. Es gibt nicht nur Patriarchate, es gibt auch Dinge, die matriarchalisch sind, aber nicht nur. Wobei diese Matriarchate sind meistens auch ein bisschen weird gestaltet. Es gibt beispielsweise ein Matriarchat in China. Gibt es, glaube ich, eins war das? War das in China? Ich bin mir nicht sicher. Da macht dann die Frau aber alles. Und bedient basically wieder den Mann. Das ist auch geil. Das ist so Matriarchat. Die Frau hat zwar die Oberhand und darf hier die Position einnehmen, die irgendwas zu tun haben und theoretisch sowas wie halt Bürgermeisterposition einnehmen. Aber sie macht halt im Endeffekt auch wieder alles und kümmert sich um jeden Mist so. Und du denkst dir nur so, ja cool, dankeschön. Das mit der Unterdrückung hat meines Wissens Zeit sesshaft werdens angefangen. Das könnte gut sein. Was ist schon echt nice? Das stimmt. Genanalyse ergeben, dass die Menschen jetzt Steinzeit dunkelhäutig waren. Ja, obviously. Das kann ich euch erzählen. Naja, obviously, weil einfach die Menschen. Wo kamen denn die Menschen her? Der moderne Mensch kommt aus Afrika. Das belegen Genanalysen. Der moderne Mensch kommt aus Afrika. In Afrika gibt es eine sehr hohe genetische Diversität, weil der moderne Mensch aus Afrika kam. Dann ging eine Teilgruppe, eine Splittergruppe dieses modernen Menschen, ging dann nach Europa. Ich kann euch mal ein Bild suchen. Eine Teilgruppe ging dann nach Europa, hat sich dort mit dem Neandertaler gepaart. Dementsprechend haben wir Europäer ungefähr 2% Neandertaler-Gene sogar noch in uns drin. Und schlussendlich ging der moderne Mensch dann Richtung Ozeanien. Und vor Ozeanien hat er sich noch mit dem Denisova-Menschen gepaart. Dementsprechend haben Leute Richtung Ozeanien Denisova, 6% Denisova, glaube ich, waren es, und 2% Neandertaler-Gene in sich drin. Darf alles machen, aber muss alles machen. Die trauen den Männern auch gar nicht zu. Ja, so ein bisschen. Und Maxi, boy, schön, dass du da bist. Schön, dass du da warst. Einen schönen Tag, die noch. Bleib stehen, ich brauche das Fleisch so ein bisschen. Im Wochenbett kann man nicht jagen gehen. Na, das muss doch jetzt sofort gemacht werden. Höchstwahrscheinlich daran, dass Frauen in der jungen Steinzeit die Frau in den Clans hineingeheiratet wurden, wo sie keine Macht hatten. Ja, das kann auch gut sein. Man geht auch heute davon aus, dass zwischen 1000 vor Christus und 200 nach Christus ca. 10.000 bis 15.000 Völker bzw. Kulturen vollständig vernichtet wurden. Alter, das ist eine Menge. Und Hallöchen, Tomate, schön, dass du da bist. Der moderne Mensch, das bin ich. Ich bin modern, schlau und handsome. Aha. Und wer beweist dir? Und wer beweist es? So, die Grafik ist tatsächlich nicht so schön. Ich gucke gerade nochmal, ob ich eine schönere Grafik finde, die nicht ganz so verwirrend ist. Ah, hier. Die ist ein bisschen weniger verwirrend. Da sind weniger Dinge drauf. Weniger Bildchen. Ja, ich beweise es. Aha. Also, hier ist der. Ich bin mir ganz sicher. Lass dich nicht ärgern. Manchmal hat mehr als 2% Neandertaler, da sein Körperbau sehr ähnlich ist. Es kann tatsächlich auch sein, du kannst auch mehr Neandertaler-Gene in dir drin haben. Die Schweizer und wer genau von Werbung geschädigt? What? So, achso, hier ist einmal. Und Hallöchen, Pimpschen, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. So, hier ist der Ursprung des modernen Menschen, okay? Das ist in Afrika. Da ist der Ursprung des modernen Menschen. Und dann ist der moderne Mensch eine Splittergruppe. Deswegen ist die genetische Diversität zwischen den Menschen in Afrika viel höher als zwischen Leuten europäischer Abstammung. Einfach aufgrund dessen, dass dort natürlich, hier ist der Ursprung des modernen Menschen. Hier gab es eine große Gruppe
oder zumindest eine Gruppe, die groß genug war, dass ein paar Leute davon hier nach Europa, beziehungsweise hier so Richtung, ja, erstmal Mittlerer Osten gewandert sind und dann nach Europa gewandert sind. Hier war also eine groß genügende Population, dass einige Leute dahin gewandert sind. Und das war dann eine Splittergruppe. Natürlich waren dann halt hier mehr Leute, die sich paaren konnten. Dementsprechend ist die genetische Diversität. Da ist mehr Genetik. Da sind mehr Unterschiede in der Genetik. Ich erkläre das einfach so. Mehr Unterschiede. Dementsprechend, die sind dann nach hier gewandert. Und weiter und weiter und weiter. Hier gab es wahrscheinlich, ich glaube, hier ist der Denisova-Mensch? Auf jeden Fall gab es hier so Paarungsereignisse, wahrscheinlich mit dem Neandertaler, arabische Halbinsel, genau. Mit dem Neandertaler, hier gab es dann noch ein Paarungsereignis mit dem Denisova-Menschen und die sind dann hier weiter nach unten gewandert, tatsächlich. Und ich finde das so faszinierend, wenn man sich das mal anguckt, das hat man aus halt genetischen Daten rausfinden können, alles. Bevor sich die Kontinente oder so gebildet haben. Ja, basically ja, aber das ist jetzt nur eine Karte von heutzutage. Da ist mehr Genetik, da! Mehr Genetik als da drüben, ja! Sagst du gerade, dass das mit der Frauenunterdrückung erst später kam, bedeutet das, dass sich so ein paar dachten, Frauen müssen kontrolliert werden, wenn das stimmt, dann gute Nacht. Naja, es kam auf jeden Fall erst später. Vor mir waren Affen und darauf kam ich gleich raus, weil ich liebe Banane über alles. Oh Mann, also ich weiß nicht, ob ich hier noch eine Grafik finde, die das nochmal schöner zeigt mit den Ereignissen, die da geschehen sind. Also mit den, hier war der Neandertaler und so. Ich finde gerade nicht so eine schöne Grafik. Aber ja, ich finde das Paarungsereignis ist eine schöne Umschreibung. Ja, ich nenne das immer so Paarung. Ich weiß nicht, wie ich das sonst, das ist ja Twitch. Konform. Nach Amerika schwimmen stelle ich mir so einfach vor. Ja, oder? Richtig einfach. Ich glaube, der Forscher, der da den Ursprung gesucht hat, aus Swasiland und Switzerland vertauscht, der rote Punkt muss safe weiter oben sein. Wir brauchen in Deutschland kein Schulsystem mehr, sondern Luna, nein, ihr braucht doch Schulsystem. Meiner Wege der Senti lesen und Aborigines interessant. Genau, tatsächlich, wie gesagt, die Leute hier Richtung Ozeanien haben sowohl Neandertaler auch, als auch den Denisova-Menschen. Wenn der euch nichts sagt, kein Problem. Aber der Denisova-Mensch ist auch, der ist im Endeffekt eine andere, also wir haben den Neandertaler, wir haben den modernen Menschen und den Denisova-Mensch. Das sind drei Unterscheiden, die kann man unterscheiden. Und in den Leuten, die hier Richtung einfach Ozeanien sind, da findet ihr Erbgut von allen drei sehr faszinierend. Denn Essen jagen, kann mir jemand sagen, wo es Jagdgebiet für Burger und Pizza gibt, die wachsen an Bäumen, soweit ich weiß. Genetischer und kultureller Austausch, ja, das kommt auch noch mit dazu. Da gibt es noch ein paar weitere Evolutionstheorien dazu. Relativ hoher Prozentsatz der Menschen hat übrigens irgendwo Genghis Khan im Stammesbaum. Und das habe ich auch schon mal gehört. Bin gespannt, ob unser Verständnis von der Herkunft der Menschen sich irgendwann irgendwo anders hinschiftet. Es gibt jetzt schon verschiedene Theorien tatsächlich, aber dass es in Afrika seinen Ursprung hatte, ist eigentlich fest. Der Übergang zwischen russischen und amerikanischen Grenzen ist sehr schmale Stelle, nur wenige Kilometer breit und im Winter komplett zugefroren, sodass man Asien nach Amerika wandern kann. Ja, genau. Und naja, und es gab halt noch Continental Shift, obviously. Denisova hat sich vom Neandertaler abgespalten. Die haben sich gepaart. Denisova und Neandertaler haben sich gepaart. Denisova ist komplett eigenständig vom Neandertaler, soweit ich weiß. Sekunde. Der ist, also ja, die hatten einen gemeinsamen Vorfahren, das stimmt. Die hatten einen gemeinsamen Vorfahren, aber der ist, soweit ich weiß, hier ist das ein Stammbaum. Also die hatten alle einen gemeinsamen Vorfahren. Hier ist der Florentales. Wo ist denn der Denisova hier? Der Florentales ist nochmal ein anderer Typ gewesen. Wo ist denn jetzt hier ein Stammbaum? Muss ich vielleicht Stammbaum eingeben? Pizza- und Burgerbäume anbauen. Check, let's do that! Die Geschichte, wie Kriege entstanden sind. Ja, das ist auch das Ding. Alle Menschen blaue Augen und dieselbe Vorfahren? Nicht ganz. Das Ganze nennt sich, glaube ich, Out-of-Africa-Theorie. Genau, es gibt verschiedene. Es gibt die Out-of-Africa, es gibt die, warte, lass mich mal in meinen Vorlesungsaufzeichnungen nachgucken. Das hatten wir erst. Es gibt drei Theorien. Es gibt die Out-of-Africa, da gibt es eine, die wurde schon widerlegt. Wo habe ich das denn?
Dankeschön für den Follow, Hallöchen Stiegel. Schön, dass du da bist. Ist das die? Nee, das ist die falsche Vorlesung. Wie hieß die denn? Welche hatten wir da? War das Functional Impact? Nee. Hier, Forces, oder? War es das? Ist das die richtige Vorlesung? Nee, das ist nicht die richtige Vorlesung. Lass mich mal in meinem Dokument nachschauen. I'm gonna look. Es tut mir leid, dass das jetzt irgendwie in die Richtung abgedriftet ist, aber ich finde das immer sehr interessant. Ich hoffe, es ist nicht allzu unterschiedlich, nicht allzu uninteressant. Ich kann nicht mehr vorstellen, durch Deutschland zu wandern und die wandern nach Südamerika. Ja, eben! Das ist auch so crazy. Hallöchen, Demon Lord. Schön, dass du da bist. Pflückt eine Pizza vom Baum. Ja, du, Alter. Wartet mal ganz kurz. Ich muss nur mal schauen. Wo ist das? Gerade mega interessant. Das freut mich zu hören. Wartet, ich hab's gleich. Hier, es gibt die Multi-Regional Evolution Theorie, die Out of Africa und die Assimilation Theorie. Es gibt halt drei Theorien. Die Multi-Regional Evolution Theorie wurde schon widerlegt. Die gibt es nicht. Also das wurde schon widerlegt. Wir wurden von Quallen auf diesem Planeten angesiedelt. Genau. Ich sehe kein Backseat Gaming bei modernen Menschen. Ich versuche es. Ich bin wieder da, musste mich eben anmelden. Alles Gute. Assimilationstheorie. Ja, genau. Es gibt noch die Assimilationstheorie. Let me see. Assimilation und die Multi-Regional. Ich gucke, ob ich ein Bild finde für euch. Wartet. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich später mal... Ah, hier ist ein schönes Bild. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich später gerne mal machen würde. In Richtung Evolution. Finde ich total faszinierend, muss ich sagen. Bin gerade noch am Nachvollziehen, wie wir von Asterix und Obelix auf dieses Thema gekommen sind. Über die Rolle der Frau, glaube ich. Also es gibt die hier wurde schon widerlegt. Das ist die Multi-Regional Evolution Theorie. So freaking close, oh mein Gott, ist ja low. Damals nicht wirklich Schutz gab, war es schwierig, Fortpflanzung beim Paarungsereignis zu verhindern. Und Genghis Khan hatte das Paarungsereignis dokumentierterweise mit über 500 Frauen. Deswegen, oh mein freaking Gott. Die Gänge zum Kühlschrank summieren sich. Tun sie das? Evolution, wenn man später mal wachen. Oh, warte. Welche Assimilation, Jimmy? Hat doch die Borg beseitigt. Es tut mir leid. Die andere Assimilation, Jenny. Die andere. So, also es gibt halt diese Theorie. African Origins of Homo Erectus. Das ist der Vorfahre von Neandertaler, Denisova und Homo sapiens sapiens. Wartet mal. Homo Neandertalis und Homo Denisovanus. Finde ich einen Stammbaum für euch? Finde ich einen schönen Stammbaum für euch, der das zeigt? Ja, mal gucken. Wie gut ist der? Wir sind die Borg. Widerstand ist Spannung durch Stromstärke. Warte, was? Oh nee, der ist nicht groß genug. Scheibenkleister. Gibt es hier einen schönen? Hier ist natürlich der Denisova nicht mit drauf. Ja, geil. Hier. I found it. Hier, der ist ganz schick. Schöne Ablenkung, weil mich mein Neffe versetzt hat. Oh, I'm sorry. Von Asterix, wir arbeiten jetzt detailliert die Völkerwanderung des Frühmenschen in der Steinzeit auf. Ja, natürlich. Es gab auch die Theorie des Peking-Menschen, die sich mit Multi-Regional änderte. Die Multi-Regional ist komisch. Es gibt auch noch die ganz, ganz frühe ist die Kronleuchter. Aber die ist totaler Schwachsinn. Das wissen wir, glaube ich, aber auch alle. Also, hier seht ihr den Homo Heidelberg. Genesis, den kenne ich tatsächlich noch nicht, aber hier hat sich halt, das ist der moderne Mensch und der Neandertaler und Denisova, die hatten einen gemeinsamen Vorfahren, sind aber unterschiedlich und die haben sich auch gepaart. Es ist nachgewiesen, es gibt im Denisova Cave, wo die Denisova Menschen gefunden wurden, gibt es auch einen direkten Nachkommen, ein direkter
Nachkomme, wirklich. Man konnte nachweisen, dass es ein direkter Nachkomme von Neandertaler und Denisova war, Paarungsereignis waren. Finde ich sehr cool. Nun allein hast du Lust, sowas zusammen mit mir in meiner Fantasy-Welt auszuarbeiten. Ja, let's go! Wie damals in der Schule. Der Lehrer lockt uns mit Asterix und dann wird man nur gescannt. Hä? Ich scamme hier doch niemanden. Genau, und es gibt halt diese drei Theorien. Hier sollte, hier irgendwo vorkommt auch noch der Homo erectus. Und das ist halt der, nee, warte mal. Oder? Egal. Auf jeden Fall, afrikanische Ursprünge, die sind hier irgendwie, ein Part ist nach Ozeanien gewandert, einer nach Asien, einer nach Europa, einer nach Afrika. Und währenddessen gab es halt genetischen Austausch zwischen all diesen Leuten. Die wurde aber widerlegt. Was war die Widerlegung? Wie hatten sie das gemacht? Über die Populationsgröße. Und über, ja, über die Populationsgröße, über demografisch, also ja, einfach über wie die Menschen, also das ging nicht. Die haben es über Population rausbekommen irgendwie. Die konnten die Population nachvollziehen und das war nicht möglich. Außerdem ist es tatsächlich auch ein bisschen komisch, wenn einer auf der einen Seite der Welt ist und der andere auf der anderen, wie sollen die sich vermischen? Geht nicht so gut. Wie in so einem Spiel, sie haben Paarungsereignis freigeschaltet. Mitochondriale DNS, genau. Konnten die. Ich glaube, darüber kann man nämlich über die mtDNA, also die aus dem Mitochondrium, kann man nämlich nachweisen, wie viele Menschen ungefähr zu einer Zeit da sind. Dann haben sie die Out of Africa, hatten sie auch widerlegt. Die hatten sie auch widerlegt. Diese Out of Africa-Hypothese ist, dass wir hatten afrikanische Origins, die sind dann irgendwo hingewandert, sind dann gestorben und dann ist das Gleiche nochmal passiert, basically. Und dann gibt es halt noch die Assimilation, das ist, dass sie sind schon leicht ausgewandert und dann kamen immer mal wieder Leute nach, sozusagen, wenn man das jetzt mal grob erklärt. Und dann Löchchen, Basti, auch schon so da, wie geht es dir? Ich glaube, die hatten sie auch widerlegt. Zumindest laut meinen Aufzeichnungen haben sie die widerlegt. Und zwar durch Interbreeding between Denisova und Neandertaler, Human Ancestry in Neandertalern. Wow. Darüber haben die das widerlegt. Hi. Ja, dass es halt immer wieder Interbreeding-Ereignis gab. Brahi, danke für dein Follow, Hallöchen, schön, dass du da bist, viel Spaß mit dem Follow-Emotes. Hallöchen, Sandfuchs, auch schön, dass du da bist. Und dann gibt es die Theorie, dass die Menschen von vor weniger als 10.000 Jahren auf der Welt platziert wurden und die Dinosaurier etc. koexistiert haben und die Evolution eine Lüge ist. Ja, schön, oder? Sehr schön. Schwierig mit dem Paar, wenn man so entfernt voneinander ist. Ja, yep, also die hier ist, also die ist auf jeden Fall widerlegt. Und ich glaube, wir hatten in der Vorlesung, dass die theoretisch noch existieren könnte, aber irgendwie auch nicht so ganz, dass die halt auch schon widerlegt ist. Warum Menschen früher so weit gereist sind, mega interessant. Entweder halt durch ihre Umwelt, also Nahrung, oder durch den Urinstinkt des Fairway und die Neugier, einfach um so viel zu wissen. Ja, freaking hell. Ich finde einfach Evolution insgesamt so interessant. Irgendwann, ich würde gern später was mit Evolution machen. Gerne. Sehr, sehr gerne. Wie wurden die Pyramiden gebaut? Durch Aliens. Durch Aliens. Ich sag's euch, es waren Aliens. Erde ist laut denen ja auch eine flache, eins flache Scheibe. Ja. Es sieht es nicht. Meanwhile ist Asterix Opa und hat den größten Bart von Miraculix. Psst, Jenny. Psst, psst, psst. Wir gucken uns weiter an. Alles gut. Die Menschen wurden vor wenigen Jahrtausenden als Wett auf der Erde platziert. Wie lange die brauchen, um sie zu zerstören? Alter, das wäre gar nicht. Also, sad but true. Hast du Tipps fürs Notizen machen? Nee, ich bin ein echt schlechter Notizenschreiber tatsächlich. Also wirklich, legit. Ich schreibe nur auf meinen Folien mit. Die Pyramiden sind Landesplätze für die Raumschiffe, das wissen wir doch. Ja eben, finde es mega interessant, aber verstehe leider so wenig. I'm sorry. Ich versuche es zumindest seit ihr war es okay noch zu erklären. Sowieso alles falsch und sowieso Reptiloiden. Ja, wir sind alles Reptiloiden. Oft auch, weil es Streit in der Gemeinde gab, sind sie einfach weicher weitergezogen. By the way, es wurden früher auch Frauen einfach geklaut. Die haben teilweise auch einfach Frauen geklaut. Und das war dann einfach nur, ja, du bist jetzt meine. Wow.
Leute, so funktioniert das nicht. Lasst es euch sagen, so funktioniert das nicht. Dankeschön, Astrake, für den Follow. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Viel Spaß mit den Follow-Emotes. So wie oft auch, weil, ja, das hatte ich. Ey, ins genau, klingt nach mir. Nee. Ich bin ja eigentlich nur ein Bot, natürlich. Einer der Gründe für die Wanderung dürfte auch die wachsende Bevölkerung sein und die Notwendigkeit, mehr Raum zu schaffen und genügend Nahrung zu bekommen. Vermutlich. Einfach joinking. Meine Theorie ist, dass Chuck Norris damals Sandburgen gebaut hat und diese heute als Pyramide bekannt sind. Vorglauben, genetische Diversität zu erhalten. Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon wussten, was die Diversität war, aber ich finde es ja insgesamt überhaupt interessant, dass wir überhaupt überleben konnten, obwohl wir ja sehr viel Interbreeding gehabt haben müssen. Sind die Geschäfte von Troja eine Frauenklauner? Hopefully not. Und dann durch die Nasenbremse. Ich trinke gleich auch was. Ehenfrauenrennen in Finnland. Oh, das davon habe ich schon mal gehört. Aliens haben keine Funkkanäle, weil sie Kornkreise für Kommunikation brauchen. Also sind sie doch nicht so weit entwickelt, wie wir dachten. War halt früher recht des Stärkeren. Einfach kurz boink und damit genommen. Moins. Aber Luna wäre zu dieser Zeit sicher. So small wie sie ist, würde sie keiner finden. Was das gesellschaftliche Zusammenleben angeht, finden wir also tatsächlich vieles aus den Asterix-Filmen, auch bei den historischen Galliern wieder. Auch wenn es dort natürlich deutlich größer, komplexer und weiterentwickelt war. Jetzt sind die Filme aber natürlich keine reine Dorf- und Gesellschaftsdoku. Da geht's ja ordentlich zur Sache, denn am Ende dreht sich da alles um eines. Eine kleine Prügelei wäre jetzt was Feines. Krieg mit den Römern. Prügeln! Und der wird im Tagesverlauf Prügeln! Auch schon mal an so einem schönen, sonnigen Mittag abgehandelt. Gegen Mittag spazieren Asterix und Obelix gerne im Wald herum und treffen dort dann halt auch meistens auf ein, zwei Römer. Miraculix, ich glaube, die Römer haben wieder irgendwas verbrochen. Auch im Dorf macht man sich bereit. Jeder nimmt einen Schluck Zaubertrank und fertig. Also ich frage mich vor allen Dingen, dass das Wichtigste für mich ist eigentlich, woher kommt das mit dem Zaubertrank? Was war das? War das ein Aufputschmittel? Adelsfamilien sind ja wegen den Inzest ausgestorben. Ja, genau deswegen. Nicht so viel wie in der Bibel. Ja, so... Die Bibel war aber auch wild, was das angeht. Checkout Luna dreimal die Woche für ein paar Stunden. Technically, ja. Small and cute, no! Ich hatte heute früh gelesen, dass die Sphinx wahrscheinlich deutlich älter ist als vermutet. Circa 10.000 Jahre. Irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen. Bestes Evolutionszitat. Wenn das draußen sein so toll sein soll, wieso hat der Mensch das drinnen so gut perfektioniert? Danke für die Begrüßung. Das ist ein sehr interessantes, das ist auch ein sehr gutes Zitat. Hallöchen, schön, dass du da bist. Schubsen? Was? Wen schubsen wir? Wir machen, die schubsen. Wir dürfen gerade nicht schubsen. Hallöchen, Giro. Und Hallöchen, Nixigami. Auch schön, dass ihr da seid. Safe irgendwas mit Drogen? Probably. Kann ich mir gut vorstellen. Asterix Speed confirmed. Mal gucken. Druiden wissen. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie Pilze oder sowas waren. Irgendwie sowas in die Richtung. Hallo, schon, als zusätzliche Waffe hat man dann höchstens das, was man sowieso schon bei sich trägt. Also der Schmied seinen Hammer, der alte Gallier den Gehstock, der Fischhändler seinen Fisch. Dann kann es losgehen. Die gallische Chaosbande trifft auf eine akkurat angeordnete Römerarmee und teilt ordentlich aus. Aber Mirko, waren die Gallier im Krieg wirklich so krass chaotisch in dieser Hau-drauf-Mentalität? Tja, das Bild der kampflustigen Wilden, das ist ganz klar wieder ein Stereotyp der römischen und griechischen Geschichtsschreibung. Das sind die Verrückten, von denen ich dir erzählt habe. Es ist sogar eigentlich genau das Gegenteil. Die ach so zivilisierten Römer haben nämlich ganz viel von den angeblich so wilden Galliern übernommen. Sagt mal, wer hat gesagt, dass die Römer zivilisiert waren? Wer hat uns jemals gesagt? Die Leute, die ein freaking Kolosseum hatten, sollen zivilisiert gewesen sein. Ja, ich glaube, also. Irgendwas erinnert mich als zurück und unterwegs an Buttsmans und Turtles. Ja, so ein bisschen. Die haben Pilze genommen, um krasser kämpfen zu können. Daher kommt der Ausdruck Berserker. What? Red Bull oder Coca-Cola aus den 50ern? Probably. Großartig, nicht groß. Ey, I am big. Seht ihr, Laura sagt auch, dass ich groß bin. Veni vidi vici, sondern veni vidi violini. Kam es an und vergeigten. Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein guter Spruch. Der Mann hat sich dahin gezaubert. Just die Römer. Die Römer. Ja, die Römer. Die waren ganz toll. Hallöchen Alpha Omega für die Zeit. Ja, ja. Gummibärchensaft trinken und pow! Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ich will natürlich nicht, dass es was setzt, aber bei mir gibt es keine Erdbeerfeldernähe. Schon, denke ich, welche kaufen. Der Typ da im Bildschirm hat das gesagt. Uh-huh. Römer, Griechen gehören zu den grausamsten Völkern überhaupt. Den Griechen weiß ich es gerade nicht, aber die Römer waren schon
Sie hatten zumindest Badehäuser und Gemeinschaftsklos. Ja, immerhin hatten sie das. Das ist ja schon mal etwas. Brot und Spiele gab es heute auch noch, nennt sich halt Bier und Fußball. Es gibt, ja, Brot und Spiele hat schon immer geklappt. Und das Kolosseum ist nicht dumm, es war ein sinnvolles Mittel, die Bevölkerung ruhig zu halten. Ja, trotzdem ist es grausam gewesen. Ich weiß, wofür das da war, aber es war trotzdem grausam. Wir haben heute ein anderes Bild von Zivilisation. Es ist leider auch nur eine sehr dünne Schicht lag. Das stimmt auch, Marvin. Allgemein, das, was wir als zivilisiert bezeichnen und als unzivilisiert oder so, ist halt auch nur dadurch geprägt, wie wir Zivilisation definiert haben. So andere würden das total anders definieren. Fließend Wasser, Kloake, Massenunterhaltung, Management eines riesigen Reiches. Ja, immerhin hatten sie das, aber sie waren trotzdem sehr grausam. Hatten Kanalisation. Ja, ich finde es auch so weird, wie zum Teufel ist es passiert. Also nicht, okay, fragen wir einfach nicht wie, sondern ich finde es schon echt nicht so geil, dass es passiert ist, dass wir von Kanalisation, Hygiene zum Mittelalter übergegangen sind. Das klingt gut, Brocki. Aber wir sind zum Mittelalter übergegangen. Zum Mittelalter. Religion! Yeah! Aber die Römer hatten auch schon welche. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Die Römer hatten auch schon Religion. Hallöchen, Sammy, schön, dass du da bist. Wir können Kulturen nicht mit unseren Messstäben bewerten, nur weil es für uns barbarisch wirkt, kann es für damals normal gewesen sein. Das ist unfair. Es ist also als barbarisch zu bezeichnen. Ja, es ist halt nur so ein Ausdruck, den wir aus unseren heutigen Maßstäben als barbarisch sehen. Aber wenn ihr euch jetzt mal vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so einige medizinische Eingriffe oder so beispielsweise, jetzt nur mal so beispielsweise, einige medizinische Eingriffe vor ein paar Jahren anguckt, würden wir heutzutage sagen, das ist barbarisch. Aber für die damalige Zeit war das mind-blowing, dass das überhaupt funktioniert hat. So, und da wird es auch nicht erst barbarisch angesehen. Griechische Demokratie war damals auch anders. Ich meine, immerhin hatten sie Dinger. Die Menschheit ist über das Mittelalter halt ziemlich verdummt. Ja, leider. Die Griechen waren, wobei es auch einiges fehlüberliefert ist, muss man dazu mal sagen. Die Griechen waren kulturell echt mega zivilisiert und würden vor allen Dingen Stadtstaat wie Sparta eher nicht sagen. Ja, eben. Also wenn ich manchmal aus dem Fenster sehe, zweifle ich an dem zivilisiert Same. Die Römer hatten viele von den Völkern kopiert, wie die Aquädukte, Architektur, Schifffahrt und Kampftechniken. Mhm. Hallöchen Marell übrigens. Gibt es doch mittelalterliche Qualen? Bestimmt. Hallo Lilling the Panda. Christentum hat alles kaputt. Ich würde jetzt, wir gehen jetzt mal am besten nicht auf die Religionsschiene, würde ich einfach sagen, aber sagen wir so, das Christentum bzw. die Religion damals, also im Mittelalter, da wurde sie ja jetzt auch nochmal komplett anders ausgelebt als heutzutage teilweise. Okay, wir reden nicht über alles, wir können nicht alles verallgemeinern, aber so wie das Christentum, es war halt ein gutes Mittel, um die Menschen bei Zaum zu halten für Leute, die an der Macht standen. Und ich glaube, das ist das, was man da am besten zu sagen kann. Und dafür ist Religion immer sehr gut, aber habe ich gestern auch in dem Musikmuseum, wo ich war, gesehen, Musik allgemein. Es gibt also so Musik, Spiele, irgendwas, was in der kompletten Bevölkerung ist immer sehr gut, um eine Bevölkerung im Zaum zu halten. Das Mittelalter war ganz anders als oft in den Filmen. Ja, eben. Darüber waren aber religionsoffen, das weiß ich gerade nicht. Ich bin froh, dass einigermaßen hygienische Verhältnisse haben. Ja, bin ich auch. Also wirklich, ich bin sehr, also auch wenn manche Menschen diese hygienischen Verhältnisse nicht einhalten, aber ich bin froh, dass wir an sich das haben. Wurden auch nicht teils auf Suff auf der Straße gemacht. Was meinst du genau? Waren Römer nicht Christen? Römer hatten nicht das Christentum. Später ja. Am Anfang nicht. Sie haben basically die griechischen Götter kopiert. Also wir hatten Poseidon in Griechenland, Neptun in Rom. Das war basically derselbe Gott, so vom Auftrag her. Halt eine andere Geschichte dahinter, aber basically derselbe. Hatten Religion der Oberschicht, dann kam der Monotheismus des Pöbels. Das weiß ich nicht, ob das so war. Für die war das halt mega normal. Mhm. Im dunklen Mittelalter hatte Gott Urlaub. Hast du nichts aus dem Film Dogma gelernt? Dogma habe ich mir nicht angeguckt, tatsächlich. Schauen wir noch einfach Monty Python durch. Was? Warum Monty Python? Ich sage nur Kettensäge als Geburtshilfe. Warte, das habe ich noch nicht gehört.
Das Mittelalter war erstens gar nicht so unhygienisch, wie du denkst. Die meisten waren halt nur zu broke für Hygiene. Das weiß ich, wie gesagt. Ich weiß, dass auch vieles über das Mittelalter falsch überliefert wurde. Es war trotzdem recht unhygienisch, zumindest in den Städten beispielsweise. Hallo Monkey, schön, dass du da bist. Das klingen wie einige interessanten Ideen, die im Studium, wie man Psyche heilt. Oh ja, Sif, genau sowas meine ich, genau sowas. Mehr wie zweimal baden im Jahr ist Hexerei. Nein, bitte, auf der Dokumi. Okay, egal wer von euch auf die Dokumi geht, bitte badet. Bitte badet. Ich meine die Kreuzzüge. Wow. Oh ja, die Kreuzzüge waren. Hi. Über die Kreuzzüge weiß ich viel zu wenig, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass das ist. Danke schön, Tristan, für den Follow. Gib mir einfach das Geld. Ist deine Seele geläutert? Oh ja, das war auch sehr toll. Finde die Geschichte über Wikinger immer interessant und deren Glauben zum Beispiel mit Odin. Ich finde tatsächlich die nordische Mythologie auch sehr interessant. Musik und Spiele, also Gaming und Techno-Partys. Ja, yeah, sie haben es 1:1 kopiert. Okay, gut, ja. Aber du kannst dem Christentum nicht die volle Schuld geben. Daran, dass die Kulturen so zusammengebrochen ist, liegt auch daran, das Zusammenbruchkriegen der römischen Imperiums und Brand in der großen Bibliothek. Ja, das auch. Viel Wissen ist ja auch mit diesem Brand verloren gegangen. Aber ich habe jetzt erst vor kurzem gehört, dass es gar nicht so viel Wissen war, wie man immer dachte. Römer und Griechen haben dieselben Götter, nur andere Namen. Genau das. Die Ausnahme war da tatsächlich Hades bzw. Pluto. Bei den Römern wurde er Gott des Reichtums. Ah, das wusste ich tatsächlich nicht. Poseidon war doch der immer Wasserpistole zur Schule genommen hat. Im Mittelalter wussten sie zum Beispiel, dass die Erde rund ist. Genau, sowas ist halt auch falsch überliefert. Man wusste auch schon viel, viel, viel früher, dass die Erde rund ist, als überhaupt behauptet wurde. Im Mittelalter kam auch die was zustande? Baden ist wichtig. Ja, bitte geht baden oder duschen. Also nicht baden. Verstanden? Nein! Bitte, wenn ihr zur Dokumi geht, badet. Bitte. Und hallo Tristan, schön, dass du da bist. Duschen sollte reichen. Duschen oder baden? Auf der Dokumi baden. Nicht auf der Dokumi baden. Vorher duschen oder baden. Es ist doch aber nicht Weihnachten. Ja, aber es ist Dokumi. Das ist fast wie Weihnachten. Die Wikinger haben ihren Glauben von den Germanen geklaut. Es ist trotzdem sehr interessant. Wurde als Geburtshilfewerkzeug erfunden, um die Frau aufzuschneiden. Bitte was? Okay, das wusste ich nicht über die Kettensäge. Noch einmal duschen, dann ist Weihnachten. Ja, bitte mach das Duschen vor oder während der Dokumi, bitte. Vor allen Dingen große Reichkollabier, das ist nochmal Rückschritt. Medizinische Eingriffe. Ihr Kind hat ungewollte Charakterzüge oder eine Behinderung. Machen Sie doch eine Lobotomie und es könnte besser werden. Oder schlimmer. Wir wissen es nicht genau. Ja, genau das. Römer hatten eine Politik der kulturellen Aneignung, positiv wie negativ. Jedoch war für die Römer alle Menschen, auch denen, die in den besetzten Ländern lebten, Römer und hatten Reide. Anonymous, danke für den Giftsab und Wessam. Vielen Dank. Viel Spaß mit den Emotes, Wessam. Japanische Mythologie ist auch sehr interessant. Ja, ich finde auch allgemein, wie das Römische Reich sich so ausgebreitet hat, wir lernen da leider viel zu wenig in der Schule drüber. Heißt das, ich muss baden oder ich muss auf die Dokumi? Du musst duschen vor der Dokumi, wenn du auf die Dokumi gehst. Wissensspeicher dienen konnte genau das. Lernen gerade mehr als in 9 Jahren Geschichte. Da gab es so World War Tour. Das hatten wir dafür kaum. Auch zur Dokumi, aber die ist zu weit weg. I'm sorry. Wurde aber offiziell Magellan-Expedition offiziell und praktisch bestätigt, dass die Erde rund ist, auch wenn von 5 Schiffen nur 1 mit 22 Leuten zurückkam. Oh, das hatte ich, glaube ich, sogar in der 6. Klasse irgendwann. Duschen auf der Dokumi. Was ist die Dokumi? Die Dokumi ist eine Convention in Düsseldorf. Was? Wir baden alle zusammen mit Luna auf der Dokumi? Nein! Nein! Ihr badet vor der Dokumi, bevor ihr draufkommt. Geschichte ist, in der Schule war 60% nur drittes Reich. Bei mir war das irgendwie alles durcheinander. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten dafür hatten wir kaum was über die Kriege. Also ich weiß gar nichts darüber, basically. Hallo Synetic, schön, dass du da bist. Bin ich dort? Dann halt erst an Weihnachten wieder. Geschichte ist eigentlich das mit dem Wichtigste in der Schule, finde ich. Wird aber auch meistens nur halbherzig gelehrt, leider. Kommt auf den Lehrer an. Nur in den Rom geborene Menschen dürften echte Römermänner und hatten die Rechte angeboren. Alle anderen mussten sich die Rechte erarbeiten. Und wie hat man die sich erarbeitet? Mundhygiene Mittelalter. Ein Pulver aus Hirschgeweih und Mitzblättern, welches auf die Zähne verrieben wurde. Eine Art Schleifpapier. Also Zahnpasta ist auch nur eine sehr schwache Schleifpapier. That's true. Da sind so kleine Kügelchen drin. Er war auf der Dokumi voll. Nein, ihr macht das nicht. Ich bin aber auf der Polaris. Auf der Polaris weiß ich nicht, ob ich da bin.
Die Gallier waren nämlich eben nicht für die Hinkelsteinindustrie bekannt, wie man das durch Obelix immer denkt, sondern für ihr geniales Metallhandwerk. Sie hatten also auch definitiv Kettenhemden, Speere, Lanzen, Schwerter und natürlich auch Schilde. Okay, also nichts mit Hammer, Fisch und Gehstock. Die hatten richtig gutes militärisches Equipment und waren auch nicht halb so chaotisch unterwegs. Aber wenn die Römer jetzt von dieser ganzen Kampfausrüstung sogar Teile übernommen haben, müssten Asterix und Obelix dann nicht auch ein bisschen mehr aussehen wie Römer? Was die Kampfausrüstung angeht, ja. Ansonsten sind wir aber tatsächlich eher bei der Darstellung, wie wir sie in den Filmen sehen. Die waren nämlich aus unserer Sicht sehr modebewusst. Sie trugen gerne farbenfrohe Kleidung und auch mal kariert. Waren aber auch bequem. Kariert! Nämlich mit einem Vorläufer unserer Hosen. Das waren Beinkleider. Die wurden an der Taille mit einem Gürtel gehalten und an den Knöcheln zusammengebunden. Auch das. I mean, it looks good. Sehen wir in den Filmen. Allerdings fällt Asterix Helm dann doch eher in die Kategorie künstlerische Freiheit. Den Helm mit Hörnern, den gab es schon nicht. Und entsprechend noch weniger eine Version mit Flügeln. Gut, so ein bisschen filmische Ausschmückung darf natürlich sein. Und der Helm hat für Asterix ja auf jeden Fall einen hohen Wiedererkennung. Sag mal, im Hintergrund ist Asterix bei den Schweizern. Alter, das will ich ja lesen. Alter, das will ich lesen. Wert. Und apropos Wiedererkennungswert, über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich den Grund, warum die Gallier überhaupt erst so erfolgreich sind, ihren Zaubertrank. Ja, okay, was war es jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon eine Idee habe, was es war. Dass es den so nicht gegeben hat. Aber Druiden wie Miraculix, die gab es vielleicht Pilze. Tatsächlich. Mirko, was ist denn historisch über die bekannt? Von den Druiden wissen wir vor allem von den Griechen und Römern. Insofern ist auch das mit Vorsicht zu genießen. Aber in diesem Fall sind die Beschreibungen nicht abwertend. Sowohl Römer als auch Griechen fanden nämlich das breite Wissen der Druiden sehr faszinierend. Zum Beispiel ich sollte es lesen. I kind of want that. I really, really want that. Kenntnis von Kräutern und deren Wirkungen. Dazu zählen auch Misteln und das ist... Dass die nicht... Als Hex, okay, nee, bei den Römern gab es keine Hexen, Luna. Ja, die Zutat. Ich wollte gerade sagen, dass die nicht als Hexen verbrannt wurden. Für den Zaubertrank. Es gab wirklich Flügelhelme? Ich wusste nicht mal, dass es in echt wirklich Flügelhelme gab. Es redet ständig davon. Und ja, die wurden wirklich für solche medizinischen Tinkturen verwendet. Sogar in diesen Bronzekesseln. Also insofern kann man eigentlich auch von einem Trank mit stärkender Wirkung sprechen. Wenn jetzt auch nicht ganz so wie bei Asterix. Kann man sich ja durchaus vorstellen. Na gut. Aber die Druiden hatten auch noch andere Aufgaben, die extrem hoch angesehen waren in der Gesellschaft. Sie kümmerten sich um die Erziehung der jungen Elite und waren Universalgelehrte in Politik, Medizin, Philosophie, Astrologie und Religion. Und sie waren übrigens auch eine Art unabhängige... Geil! Also einmal die komplette Bank durchweg. Alles. Alles. Damals hat man es nicht für Teufel, ja, bei Asterix und bei den Briten haben sie sich auch stärker durch den Tee gefühlt. Also solange man dran glaubt, kann es stärken. Homöopathie würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die werden schon sich mit den Kräutern wirklich ausgekannt haben. Hallöchen, Power Pika. Abhängiger Richter, zum Beispiel wenn ein Verbrechen bestraft werden musste nee, oder es Streitigkeiten sagen zwischen gar zwei Volksgruppen gab. Ihr Urteil war dann auch unanfechtbar. Wer dem nicht folgte, der wurde einfach verbannt. Okay, das schon. Ey, immerhin nicht hingerichtet. Schon heftig, nur aber verbannt. Passt total gut zur Darstellung von Miraculix. Der ist ja dort im Dorf der Weise, an den sich halt alle wenden, wenn es Probleme oder Streitigkeiten gibt. Miraculix, unser Druide. Ich bin beunruhigt. Und er ist auch derjenige, der Asterix und Obelix immer einen guten Rat mit auf den Weg gibt. Denn obwohl die im Film den Zaubertrank haben, die Auseinandersetzung mit den Römern ist ja nie nach dem ersten Kampf schon vorbei. Meistens geben die Römer nach dem ersten Angriff nicht ab. Verbannung war damals meistens das Todesurteil. Aber sie wurden immerhin nicht geköpft. Yay, oder so. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich muss mal kurz was nachschauen. Ja, okay. Nee, das ist was anderes. Let me see. Das war da. Vor allen Dingen, dass die Zahlen überhaupt überliefern konnten. Überliefern. Sorry, das meine ich. Wartet mal. Finde ich hier was dazu?
Ich wollte gerade gucken, ob ich die Weltbevölkerung finde von der Zeit. Also eine Schätzung der Weltbevölkerung. Aber tatsächlich nicht. Weil es hätte mich mal interessiert, wie der Dip ausgesehen hätte. Heute viel, das ist zweimal ganz Düsseldorf. Ja, das ist eine Menge Menschen. Vor allen Dingen, dass die Zahlen überhaupt überliefern konnten. Überliefern. Sorry, das meine ich. Wartet mal. Finde ich hier was dazu? Nee. Ich wollte gerade gucken, ob ich die Weltbevölkerung finde von der Zeit. Also eine Schätzung der Weltbevölkerung. Aber tatsächlich nicht. Weil es hätte mich mal interessiert, wie der Dip ausgesehen hätte. Heute viel, das ist zweimal ganz Düsseldorf. Ja, das ist eine Menge Menschen. Den Pinken. Pink ist cool. Vor allem sehr gut organisiert und Effekte. Ja, eben, das ist, let me see something. Ich hab eine Brille. Die Römer hatten sehr gute Auszeichnung ihrer Kriege. Hatten sie das? Waren die so krass? 1 Million Genghis Khan hold my beer. Oh Gott. Ja, die hatten immer Schreiber dabei. What the hell? Die Prax Germanica ist sehr genaue Aufzeichnung der Völkermorde in Germanien. Ah. What is Gallien in English? I don't even know. I don't know if you know Asterix and Obelix, which is a bande dessine from France. It's pretty popular in Germany. And we are just looking at the historical things about that. With you is always a beautiful day. Stupid! Eine gute Wahl, Luna. Was habe ich gewählt? Bin mal kurz. Gallia? It's just Gallia in English. Okay, interesting. Hast du schon mal das Römische Reich bei seiner größten Ausdehnung gesehen? Da kannst du dir denken, wie viele Kriege die Römer hatten. It's big. It was really big. Let me see. Ich habe das schon mal gesehen. Ja, das war, ich finde es auch geil, wie ich immer Romulus und Remus bekomme. Immer Romulus und Remus. Remus. Das Römische Reich, da ist der Cäsar. Bild in neuem Tab öffnen. There it is. Ja. Yeah. Can you? Thank you. There it is. This big. This a real big chunker. Alter, die waren sogar in Britannien? Okay, das wusste ich gerade nicht mehr, dass die schon in Britannien waren, die Römer. Gallia, yeah, we're just watching a documentary about Gallia. Das ist Remus, wie ist Kartoffelremus? Ja, natürlich, ich wusste nicht, dass sie in Großbritannien waren. Die Größe der Weltbevölkerung vor 2000 Jahren wird auf 170 bis 400 Millionen, die UNO geht von 300 Millionen aus, und dann metzeln die einfach 100 Millionen nieder, ja geil. Bürokratisierung der Kriegsmaßnahmen. Ich war auch in einem römischen Stadt in Marokko. Ja, in Marokko wusste ich. Ich wusste, dass die da unten waren, hier so. Aber ich wusste nicht, dass die bis nach Großbritannien darüber sind. Volubilis. Volubilis. Ja, untere Caligula und Nero. Alter, what the hell? Deva! Deva, I see you! Look! Deva, there you are! I found Deva! Gibt's einen Geschichtsunterricht? Maybe. Hallöchen, Mo, schön, dass du da bist. Wir gucken uns eigentlich gerade eine Dokumentation über Asterix und Obelix an, deswegen. Schon kämpfen gehofft hatten. Okay, das ist schon heftig. Aber ein Bündnis ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Bewohner bei Asterix im Sinn haben. Die wollen ja ihre Lebensart und ihr Dorf genauso, wie es ist, erhalten. Mhm. Gab es denn diese Art von unbeugsamen Galliern? Es gab, wenn man so will, einen Real-Life-Asterix. I mean, obviously, they don't wanna be killed. Natürlich haben die Widerstand geleistet. Hallöchen, so nicht, mein Junge. Luna übt Lehrerin sein. No, I'm not a teacher. Und Nero hat sich dann zurückgezogen, als sie festgestellt haben, dass das Einkommen aus dem Kupfer dort weniger eingebracht hat, als der Krieg gekostet hat. Na, ganz super. Und zwar Vercingetorix. Unter seiner Leitung haben sich 52 vor Christus mehrere gallische, einstmals verfeindete keltische Völker gegen Rom zusammengeschlossen und haben tatsächlich auch kurzzeitig den Eroberungszug von Cäsar ernsthaft ins Wanken gebracht. Aber Rom war am Ende doch zu mächtig und hat sie bei der Schlacht von Alessia endgültig besiegt. Also gegen so eine Macht wie Rom hatten die historischen Gallier leider keine Chance. In den Filmen ist das natürlich fürs Happy End ganz anders dargestellt. Gallier! Obviously. Ich finde auch geil, wie die Cäsar immer dargestellt haben, immer als alten Kerl.
Der einzige vor allen Dingen wurde Caesar da ja auch nicht ermordet. Der einzige Staat, von dem damals die dort oben Winter ihre Sandalen getragen haben, weil sie zu stur waren, sich auszustatten. Ah, okay. Der Kanal Biden aus dem Asterix React Unterricht in Evolution und Geschichte wird. Es tut mir leid. Ich will auch ein X im Namen. Feel that! Every Luna in the Net, every X ever, genau. Die Römer haben sich mit den Galliern und Wikingen ja die Zähne ausgebissen, oder nicht? Das weiß ich gerade nicht. Blablabla hat er gemacht, ja. Blablabla, Lunix, every Lunix ever. Als Caesar Kleopatra das erste Mal traf, dürfte er so um die 40 bis 50 gewesen sein. Ich fand auch immer, ich wusste als Kind nie, dass das wirklich geschichtlich korrekt war. Ich dachte immer, die haben zu total anderen Zeiten gelebt, muss ich euch sagen. Also wirklich, ich dachte, Kleopatra und Caesar haben zu komplett anderen Zeiten gelebt. Ihr seid frei! Asterix und Obelix beenden ihre Mission, trotz kleinerer Zwischenfälle, immer erfolgreich. Und das muss natürlich auch ordentlich gefeiert werden. Party. Lagerfeuer, Wildschwein und natürlich jede Menge Alkohol. So sieht der Abend im gallischen Dorf aus. So wollen wir mit dem Fest beginnen. Der Bade Trubadix will natürlich auch ein bisschen Stimmung verbreiten. Blöderweise kommen seine Lieder nicht so gut an und er landet gefesselt und geknickt. Das wär ich! An dem Baum, wo er den Rest des Abends abhängt. Der ist quasi sowas wie ein gallisches Mobbing-Opfer. Aber gut, wir gehen den Abend mal Stück für Stück durch und starten mit dem, was satt macht, dem Wildschwein. Das tut mir leid, Mo. 2 Minuten habe ich auf alle Fälle nicht eingestellt. Obelix, der isst ja nichts anderes. Und auch sonst sehen wir den Film ständig, wie die gejagt und am Ende auch verputzt werden. Mirko, war Wildschwein tatsächlich sowas wie ein gallisches Standardgericht? Naja, was soll es denn anderes so viel gegeben haben? Reh vielleicht noch, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es so viele andere Sachen gegeben hat. Nicht mit ihr zusammen, sondern ihr gefriendzone. Und das habe ich auch gehört, wie ich bei Assassin's Creed auch nice finde. Die bringen ja in dem Spiel sehr viele Versionen raus, die extra geschichtsunterricht gedacht sind. Ja, ich finde von Assassin's Creed ist auch so freaking nice, dass sie immer, also ich meine, da lernt man auch einiges in Geschichte. Sleepers! Auch nur! Dankeschön für den Gift, aber Mo, dankeschön, thank you so much. Ja, das ist zwar ein schöner Running Gag, aber die Gallier haben tatsächlich gar kein Wildschwein gegessen. Die waren nämlich heilig und als solche für alle, also auch für die Oberschicht, komplett tabu. Oh, okay, das habe ich nicht gewusst. Aus den ehemaligen Abfallgruben kann man heute herauslesen, welche Tiere geschlachtet und gegessen wurden. Und das waren primär domestizierte Tiere, also Rinder, Schafe, Ziegen oder auch Schweine. Aber natürlich gab es nicht nur Fleisch, sondern auch Getreide und Hülsefrüchte, die die gallischen Landwirte auch selbst angebaut haben. Ja, Brot und so wahrscheinlich dann. Unter der Prämisse, dass man halt nur den Namen Kleopatras kennt, erwähnen sollte man, dass sie, glaube ich, 7 Namensträgerinnen gab und ich glaube, die letzte kannte Julius. Ah, ich sehe, ein Hallöchen zu Arterius. Ich habe auch getrunken von Origin und Valhalla. Gerade die Tour durch Ägypten war so toll, auch die Geschichte und über die Wikinger, die nach England kamen. Super interessant, finde ich auch amazing. Oh, schlechte Nachrichten für Obelix. Sein Kummer, den hätte er ja dann wenigstens in Alkohol ertränken können, oder? Alkohol gab es auf jeden Fall. Einige Gelehrte berichten sogar von einer regelrechten Neigung der Gallier zu berauschenden Getränken. Aber auch das ist wieder mit Vorsicht zu genießen. Ein Bericht zur Eroberung Delphis schildert zum Beispiel, dass die Kelten zu betrunken waren, um die Stadt einzunehmen und dass sie den Wein pur getrunken hätten. Wein in der Antike musste man mit Wasser verdünnen, deshalb galt das Trinken von purem Wein auch wieder als barbarisch. Die spinnen die Römer. Da sind wir also wieder beim stereotypischen Bild und können auch davon ausgehen, dass das Hallo nicht Jan, alles so schön, stattgefunden hat. Aber es wurden zahlreiche Amporen gefunden, die größere Feiern mit Wein zumindest. Okay, that's a lot of wine. Die ist groß, die ist sehr, sehr groß. Das vermuten lassen. Man weiß ja nicht, was wirklich drin war, aber man kann es. Also, wenn das einer allein ausgetrunken hat, ja, dann. Ich denke. Na dann, Prost, würde ich sagen. Also, Wein gab's, dafür aber eher Spanferkel statt Wildschwein. Dann bleibt noch der Barbe. Are you kidding me? Das reicht nur für das Wochenende. Guys, drink responsibly Kartoffelwasser, Hopfenlimonade. Er wird ja im Dorf Hallo, immer Jessica. Gefesselt und geknebelt, weil seine Gesänge so schlecht sind. Mirko, ist den historischen Galliern so eine Art von Mobbing zuzutrauen? Also ganz pauschal kann ich das nicht sagen, aber zu 100% hätte sich keiner am Baden vergriffen. Der war nämlich nicht einfach nur Dichter und Sänger, sondern vor allen Dingen das kulturelle Gedächtnis. Okay, das ist aber keine schöne Darstellung von einem Baden.
Lass nicht einfach Wein mal hygienischer zu lagern. Das heißt, sowas habe ich auch schon gehört. Das war der Zaubertrank, bestimmt. Für eine Gesellschaft und Kultur, in der Geschichte nur mündlich überliefert wird, war das enorm wichtig. Er konnte das Heldentum eines Kriegsherrn preisen, ihn aber auch genauso mit einem scharf getexteten Vers vernichten. Und er hatte sogar die Macht, durch seine heiligen Lieder die Feinde zu besänftigen und Kriege zu verhindern. Mit ihm hätte sich also sicher keiner angelegt. Das hätte die Götter erzürnt und man hätte sich vielleicht selbst zum Spott des nächsten Liedes gemacht. Okay, damit ist der Bade sowas wie der Influencer von damals. Vielleicht nicht mit ganz so griechische Geschichtsschreibung verklärt sind. Aber am Ende wollen die Filme ja auch gar nicht so überkorrekt sein, was die Geschichte angeht. Die sind ja in ganz vielen Momenten einfach ein Seitenhieb auf unsere moderne Gesellschaft. Und das macht ja auch den ganzen Witz aus und zeigt uns halt, was bei uns alles schief läuft. Wir wollen weiter nichts als den Passierschein A38. Alter, ich liebe Passierschein A38. Das ist ein Butterbrot. Den Passierschein A38! Okay, das ist immer noch eine meiner Lieblingsszenen. Aber wie ist denn bei euch? Welcher Film, welcher Moment ist euch denn bis heute in Erinnerung geblieben? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Großer Dank geht raus. Für mich war es Cleopatra. Es schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv.